Ich muss weg. Hast du denn nicht gut hier? Ich bin Musiker, ich brauch Luft, ich brauch Raum. Ich kann nicht. Das sagst du aber immer so. Nee. Ist mir ausgenutzt, ne? Ach, das wusste ich, dass du kommst. Das war klar, ich bin ja nicht die erste Frau, bei der du deine Schuhe frisst. Ja. Du hast doch gewollt, dass ich hierher komme. Ja, aber so ganz ungelegen ist sie ja nicht gekommen. Wo ist denn jetzt hin? Zur Mutter oder zur Moni aus Zehlendorf? Wer ist die eigentlich, die Moni aus Zehlendorf? Zu deiner Frau, ja? Die, meine Schwester. So, wo sind meine Decken? Siehst du, ich bin ihm nicht aus Zehlendorf. Mann, das hat doch mit dir nichts zu tun. Ich würde ihm nur viel Kraftkacke. Wo sind denn die Decken? Ja, die habe ich weggeschmissen. Ach, spinnst du? Ja, die waren total ekelig. Tut mir leid. Ich wollte dich jetzt nicht. Ich verstehe dich nicht. Du hast die Tür nur gelassen, war mit Becken. Du hast immer noch nicht begriffen, dass ich einfach keine Almosen habe. Aber du nicht von dir. Du kannst mir doch was geben, wenn jetzt die ersten Schüler gekommen sind. Mann. Kannst du mir noch was geben? Kann ich mal holen? Emma. Ich bin eben in dieser 15 Jahre von Straße jetzt. Da bist du meistens der Scheiße besser. Das wäre total schlimm. Hey, hallo. Du bist einfach so, als hätte ich die Probleme. Stimmt doch ja nicht. Warum hast du denn überhaupt gesagt, dass ich bin? Ja, ich würde eben nicht. Dann könnten wir mal so um zufällige Säulen wie alle anderen in den Fahrtasten. Natürlich. Kommst du aber bloß bei ihm ab? Wenn er hier ein Zelt machen kann, ist er. Mensch, Herrmann, guck dir mal. So eine Notgemeinschaft, das macht uns beide nicht glücklich. Tut mir leid. Man läuft zu heulen. Oh, what?